Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid zu einem neuen Video von mir. Heute startet wieder ein Teddy Live Haul. Ich würde sagen, wir legen jetzt auch direkt los und viel Spaß mit dem Video. Oh, ich sehe gerade, ich komme hier rein und hier ist so einiges abgehangen in diesem Teddy hier, wo ich bin. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter und schauen mal, wo was offen ist. Und ja, ich muss sagen, es ist zwar schade, aber lieber so als gar nicht aufhaben. Hier bin ich jetzt bei den Süßigkeitenkram und das hat natürlich alles auf. Und schau mal, hier gibt es solche Überraschungstüten. Einmal habe ich hier Olaf, ist natürlich richtig niedlich. Und hier gibt es einmal noch Mickey Mouse und Cars. Hier bei den ganzen Mal- und Bastelsachen ist alles auf. Da werde ich mich natürlich auch gerne umschauen. Und da das ganze Bastelzeug auf hat, glaube ich, werde ich hier heute hauptsächlich die Zeit verbringen. Was ich aber überhaupt nicht schlimm finde, weil ich suche auch noch etwas. Und schau mal, hier gibt es so schwarze Klammern. Habe ich auch noch nicht gesehen, in schwarz. Und hier gibt es eine richtig tolle Blume. Schau mal, echt toll zum Verzieren. Und sowas hier mag ich auch sehr gerne für Geschenke. Sowas kann man einfach ganz einfach wirklich ranklipsen. Sieht immer süß aus. Oder solche Klammern hier. Wie gesagt, finde ich immer sehr, sehr schön für Geschenke. Und hier sehe ich gerade, gibt es so ein Set. Da kann man so Armbänder oder ja Ketten draus machen. Oder es gibt auch noch solche Perlen und Kugeln. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Auch sehr niedlich. Und hier habe ich gerade Washi-Tape gefunden. Da sind echt richtig viele Farben drin. Das ist allerdings sehr dünn, ist aber irgendwie auch cool. Und vor allem hat man hier eine riesen Farbauswahl. Hier habe ich gerade solche Steine gefunden. Also es sieht aus wie so Steine, aber ich glaube, die haben Löcher. Also ich glaube, man kann sie anhängen als ja, Kette oder einfach als Armband. Also ich finde sie echt richtig süß und ich habe gerade gesehen, hier ist wirklich so ein Loch durch, kosten alle nur 1 Euro. Also kann man wirklich sich irgendwie was Tolles gestalten an Ketten oder Armbänder. Und hier gibt es echt so viele verschiedene. Also ich weiß gar nicht, ich habe sie irgendwie noch gar nicht gesehen. Irgendwie bin ich hier anscheinend immer dran vorbei oder ich weiß nicht, ob sie neu sind. Also mir gefallen die richtig gut. Also wer Schmuck gerne selber herstellt oder einfach was verschenken möchte, der wird hier sicherlich fündig. Dann habe ich hier noch so eine riesen Perlenpackung gefunden. Schau mal, ich weiß gar nicht, was man mit solchen Perlen hier macht. Keine Ahnung, schreibt es mir gerne. Und dann habe ich hier noch so Mini-Washi-Tape gefunden, richtig niedlich. Also hier gibt es jede Menge Washi-Tape, die sind ja auch mal richtig hübsch. Oder das hier unten, oh, das glitzert richtig toll. Ich weiß gar nicht, ob man das so erkennt jetzt über die Kamera, ich hoffe es mal. Aber es sieht so, so schön aus und vor allem, was es für Farben hier gibt, richtig toll. Hier habe ich auch noch einiges zum Basteln gefunden. So eine kleine, ja, ich sag jetzt mal Bäumchen, so in Miniatur. Also wenn man irgendwie so gerne was bastelt und herstellt mit Miniatursachen, wird man hier auch fündig. Echt richtig süß. Und hier sehe ich gerade, gibt es auch noch solche Perlen. Da kann man quasi gleich eine Figur basteln, sage ich mal. Ist vielleicht auch ganz cool mit Draht, dass man das so bewegen kann. Oder solche hier, die sind allerdings aus Glas. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber sie sehen cool aus. Und sowas hier finde ich ja auch toll mit Buchstaben. Sowas habe ich auch schon mal gekauft, um so ein paar Namenskettchen zu basteln. Auch süß. Hier habe ich noch solche schönen Blumen gefunden zum Basteln. Die kann man allerdings auch gleich aufkleben. Die haben nämlich so einen Klebepunkt. Und dann gibt es hier noch solche Mini-Püppchen. Ist ja auch mal richtig niedlich und irgendwie auch lustig. Diese Schlüssel hier finde ich auch toll zum Verzieren oder irgendwo ranhängen.
bei den ganzen Heften und Notizblöcken muss ich mich natürlich auch unbedingt wieder umschauen. Bei den Büchern hier sehe ich gerade, gibt es auch noch so Stifte. Ich bin auch noch auf der Suche nach so ein paar neuen Stiften für unsere kleine Maus. Die hier, weiß ich nicht, ob die schon was für sie sind, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum die hier unbedingt bei den Büchern liegen. Und hier gibt es auch noch solche Glitzerstifte. Und hier so, das ist leider alles abgesperrt, daher würde ich sagen, gehen wir gleich mal weiter. Und hier habe ich gerade noch was Neues entdeckt. Ich glaube, das ist so eine Mappe. Ich würde sagen, wir schauen mal rein. Und ja, schau mal, hier kann man so tolle Sachen einordnen, aber die halt so ein bisschen kleiner sind. Kostet auch nur 1,50. Also finde ich richtig cool, so für die Schule so ein paar Sachen irgendwie einordnen. Und beim Schreibkram wollte ich hier auch mal schauen. Hier haben sie auch noch so verschiedene Stifte. Schreib mir gerne mal, welche du empfehlen kannst, so für Kleinkinder. Vielleicht hast du ja einen besonderen Tipp. Und das ist ja niedlich. Das ist ein Radiergummi. Ist irgendwie auch ein bisschen zu schade zum Radieren, oder? So eine Elsa? Ist das Elsa? Anna? Elsa? Keine Ahnung. Ich kenne mich nicht so aus. Und ich glaube, ich habe hier ein paar neue Stifte noch entdeckt. Schau mal, so eine hier. Vielleicht kennst du die. Schreib mir gerne mal was dazu, ob du die empfehlen kannst. Und hier oben habe ich noch solche gefunden. Kenne ich auch noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob die besonders toll sind oder besonders dünn schreiben oder so. Ich habe echt keine Ahnung. Also schreib mir gerne mal, wenn du die kennst. Da bin ich mal sehr gespannt. Und hier habe ich auch noch welche gesehen. Die kenne ich auch noch nicht. Und zwar diese hier. Und es gibt wieder die Boxen, die so unterteilt sind. Die sind richtig cool. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Vor allem, wenn du so verschiedene Sachen mitnehmen magst, hast du alles in einer Box und kannst es auch so unterteilen. Richtig cool. Und noch etwas Neues kenne ich hier auch noch nicht. Also hier im Teddy. Ich weiß, was es ist, wofür man es benutzt. Also es ist wirklich für Essen, wenn man Essen unterwegs mitnimmt, warme Speisen haben möchte. Dann kann man hier so etwas mitnehmen, kostet 10 Euro und da hält quasi das Essen noch eine Weile warm. Schade, dass auch gerade die Dekoblumen abgedeckt sind. Hier hätte ich gerne noch einige nachgekauft. Aber ja, dann ein anderes Mal. Ich würde sagen, lieber so, dass der Teddy ein bisschen was abgedeckt hat, als dass er gar nicht auf hat. Wieder nachgekauft habe ich diese Frischhaltedose hier. Die haben wir eigentlich schon, hat ein anderes Bild vorne drauf. Und ich muss sagen, die ist wirklich richtig gut. Also hier ist so Wurst und Käse und alles Mögliche. Ist hier wirklich viel, viel frischer, wenn ihr das in so einer Dose hier oder Box aufbewahrt. Dann habe ich so eine kleine Frischhaltedose noch einmal mitgenommen. Hier ist der Deckel jeweils auch extra. Finde ich auch nicht verkehrt. Die haben gekostet 1,50 Euro und die hat man gleich 3 Stück drin. Dann habe ich mich ja diesmal bei dem ganzen Bastelzeug eine ganze Weile aufgehalten. Und unter anderem habe ich dieses Washi-Tape mal mitgenommen. Ich finde es so, so hübsch. Das glitzert so schön. Ich hoffe, man kann das jetzt erkennen. Ja, ich glaube schon.
Schaut mal, so schön, oder? Wie das glitzert. Richtig cool. Und was hier auch richtig gut ist, wenn hier dran rumreibt, man hat hier wirklich mal keinen Glitzer an den Händen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Und das hat auch nur 1 Euro gekostet. Dann habe ich dieses Bastelband hier gefunden. Ich finde das schön, wenn man so Geschenke hat und irgendwie noch ein bisschen was verzieren möchte. Wunderschönes Gold. Es sind so kleine Blätter wie so eine Ranke gemacht. Sieht echt toll aus. Und das hat auch nur 1 Euro gekostet. Dann habe ich so ein Schmuckset hier gefunden. Da kann mal so Armbänder oder Ketten oder irgendwie was basteln. Und ich habe mir gedacht, wenn mal wieder schlechtes Wetter ist, dann kann man sowas hier, denke ich, ganz gut rausholen und einfach mal drauf los basteln. Unsere Kleine mag das auch sehr gerne, mit so Perlen zu spielen und so weiter. Die sind natürlich noch recht klein, also hier muss man natürlich dabei bleiben und aufpassen. Aber sowas nutzt sie natürlich nicht allein. Ich bleibe dann natürlich immer in ihrer Nähe und bastle natürlich quasi auch mit und zeige ihr, wie das so funktioniert. Sie wird es auch nicht so wirklich können, aber ist auch überhaupt nicht schlimm, weil sie mag das einfach, das alles anzufassen und anzuschauen und rumzudrehen und vielleicht auch in irgendeine andere Kiste oder Schachtel reinzupacken. Also von daher werden wir hier auch so einfach Spaß an diesem Bastelset haben. Und auch noch etwas zum Basteln, und zwar ist das so ein Laternenrohling. Den kann man quasi auseinanderfalten dann und den kann man einfach entweder anmalen oder bekleben, je nachdem wie man das gerne möchte. Und ich finde das dann ganz schön, wenn man hier dann vielleicht irgendwie noch eine Lichterkette reinpackt oder so. Ich denke, das ist ganz toll. Ich würde hier nicht eine richtige Kerze reinpacken, weil das ja alles aus Papier ist. Also dann lieber irgendwie was mit LED oder einfach eine Lichterkette. Und dann kann man das, denke ich, auch richtig toll im Kinderzimmer oder wo auch immer aufhängen oder sich hinstellen. Und wie gesagt, man muss das ja nicht unbedingt bemalen. Man kann das ja auch bekleben oder so. Mal schauen, was wir da machen. Und ich finde es immer ganz toll, wenn man einfach was da hat, wenn doch mal wirklich schlechtes Wetter ist, dann holt man sich einfach sowas hier raus und kann drauf losbasteln. Das war's auch schon. Mehr habe ich gar nicht gekauft. Ich habe mich hauptsächlich eigentlich eher für euch umgeschaut und noch so ein paar kleine Bastelsachen besorgt, wenn dann doch mal schlechtes Wetter sein sollte. An dieser Stelle hier beende ich das Video. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bleib schön gesund und bis zum nächsten Video. Ciao!